Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fairy Tail. In denen ist doch nichts. Ich weiß auch nicht, was da drin ist. Oh ja, das wird ein Problem. Heiße, wir brauchen Geld. Oh ja, wir sind ziemlich weit unten. Ja, da sind die Quests. Ach ja, ich muss ja mit ihm reden. Mit Makarov. Ja, ziemlich weit unten gesunken. Ja, natürlich. Wo soll sonst ein Auftakt sein? Als auf dem Auftragstafel. Okay. Ja, was für Items man haben kann. Ja. Ja, Kostüme. Oh Mann. Erstmal die ganzen Sachen wegklicken. Jetzt erstmal Lacrima. Ich hab nicht umsonst die hier. So, auf zu den Aufträgen. Nur ein. Ja, aber jetzt haben wir nur einen. Was muss ich machen? Eine Person finden. Ach, Wendy will mitkommen. Ja, Heilungsmagie. Deswegen ist Wendy ziemlich nützlich. Sieben Jahre, und da sie ja eigentlich jetzt zur Miete ist,
Zurzeit ist Wendy praktisch ein Team. Mitglied. Als Gast. Ja, erstmal zu deinem Haus. Na? Und mich juckt's gerade mal wieder. Wieder mal ein neuer Mückenstich. Uah, nervig. Ja, hier ist eine spezielle Art. Schnellreise. So, Schnellreise und... Die andere Schnellreise kann ich noch gar nicht. Ein paar Sachen einsammeln. Ist hier irgendwas versteckt? Nö. Genau, ein Fass. Und da war ein... schmackhafte Süßigkeit da? Also mehr ist er nicht. Da war nur eins. Ach ja, R1 ist ja schneller laufen. Ich werde mich erstmal hier umgucken. Für die ganzen Sachen, die hier vielleicht rumliegen. Fische! So. Warum ist es eigentlich hier so verwinkelt? Ich weiß ja mir nicht die ganzen Orte, wo diese Süßigkeiten sind. Ich glaube, hier war ich schon. Ah, noch eins. Ich glaube, ich sollte daran denken, dass hier eins ist, denn ich glaube, das habe ich bei meinem privaten Blog nicht. Glaube ich zumindest. Ja, das ist mal wieder der Sammeltrieb. Plain Prun, was ist das? Apfel? Hier liegt ja noch was. Hier liegt nichts mehr. Da hinten liegt doch was.
Ah, ich glaube, hier ist wieder. Jetzt habe ich schon 3 davon. Da ist eine Kiste. Oder besser gesagt eine Truhe. Oh, 500 Joule. Oder, Moment. Jewels, wie es so heißt hier. Auf jeden Fall die Verbundenheit immer anschauen. Oh oh, neue schlechte Nachrichten. Okay. Manuell erstmal reisen. Die andere Schnellreise ist noch nicht verfügbar. Ja, das sagt es jetzt. Hallo, Wald. Oh ja. Sie hören nicht. Ja, erstmal weiter reingehen. Ja, und ja, wenn man Gegner findet, kann man Vorteile kriegen, wenn man sie selbst schnell angreift. Und so. So, ab ins Kampfsystem, wie wir es schon beim Hades hatten. Ja, die ganzen Befehle. Attacke, Verteidigung, Item und Magie. Dann gibt es noch Awakening, aber das ist noch lange nicht aktiv. Die sind auch nicht. Und es gibt die normale Attacke natürlich. Ja.
Oh, oh, au, au, au. Ah, das sind die Ether-Nano-Partikel. Das ist Leben und Magie, sozusagen. Okay, au. Lackierer-Bonus. Das gibt mir praktisch jetzt mehr Erfahrung. Ja, Teamwork ist immer besser. Noch einer. Oh, und ein Golem. Au. Ja, es gibt Resistenzen, sehr viele. Feuer, nicht elementar, Eis, heilig, Dämon, Licht und Finsternis. Und die haben so die jeweilige Schwäche, Resistenz oder Immunität oder Absorbierung. Drain sollte man auf jeden Fall nicht machen. Scorpio. Damit mache ich am meisten Schaden. Au. Hä, der ist schwach gegen Feuer. Seit wann ist Fels gegen Feuer schwach? Der lebt immer noch. Ja, fast ein Level up. Oh, da sind wieder die Typen. Oh ja. Diese Typen müssen jetzt erstmal besiegt werden. Das sind viele. Okay, Break ist nützlich. Und die wie heißt das deutsche Begriff davon? Auf jeden Fall, diese Sache da ist stark. Damit macht man ein paar Kettenangriffe. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Lesen. Was?
So, Finisher. Na, wie viel Schaden mache ich? Schaden. Oh, sie hat auch ein Level Up. Alle haben Level Up. Oh. Flöwe the Turtles. Okay. Die Peitsche ist das, glaube ich. Arms. Okay. Angriffversteigerung. Inzwischen nicht mehr so. Noch nicht. Auf der Magnolia. Achso, okay. Schnellreise geht doch gar nicht. Gut zu wissen. So. Die Belohnung holen. Das ist wichtig. Oh ja. Ja, 7 Jahre Rennen. Moment. 7 Jahre Miete zahlen. Auf einmal ist ein bisschen hart. Besonders bei dieser Höhe. So, Lacrima. Sie hat noch keinen. Also bekommt sie einen. Ja, ein bisschen hochgestiegen. Okay, Charakterränge kann ich auch aufsteigen jetzt. Also wen zuerst? Ich würde sagen mal Natsu.
Was bekommt er? Ah ja. Oh ja. Aber bevor ich jetzt einen weiteren Auftrag mache, mache ich jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.